Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Dernie hier wieder am Start und der Lemke steht hier auch vor mir. Kaum zu glauben, aber wahr. So Leute, ich habe gute Nachrichten, wie ihr es im Thumbnail bestimmt schon gesehen habt. Ich habe mir ein neues Moped gekauft. Also ich habe mir gegönnt, zum Moped gleich mehr. Ich habe mir nämlich gestern nochmal gegönnt, also ein neues Moped gegönnt und dann habe ich mir noch was gegönnt. Lemke, hol mal raus. Geil, Alter. Ein schön FMF 4.1. Geil, oder? Hey! Komm zurück! Ach. Geiles Ding, ne? Mein ist wirklich mega leicht. Ja, ich bin mal gespannt, auch vom Sound her wird das echt schön werden. So Leute, wie gesagt, ich habe mir ein neues Moped geholt. Viele wissen es ja, ich wollte mir eigentlich eine Husqvarna FE 501 holen. Gab es keinen auf dem Markt. Also klar, neue schon, aber ich wollte ja wieder so ein Modell haben wie meine 300er. Ja, ich habe dann irgendwann geswitcht und auch nach 450ern geschaut und deswegen habe ich mir jetzt eine FE 450 geholt, also das gleiche Modell wie meine TE 300i vom Design her, weil so passt mein Plastikset alles wieder drauf. Ja, das ist jetzt das gute Stück, noch komplett auf Enduro, habe ich aus Berlin gekauft, Preis ging voll fit, hat 50 Stunden runter, ja, der Typ war Erstbesitzer, hat die damals neu gekauft. Also hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Wie gesagt, Preis war echt günstig, sehr günstig, sage ich mal. Ja, ich habe es heute auf jeden Fall schon angemeldet. Habe natürlich auch noch ein geiles Nummernschild bekommen. Feiere ich schon. OHA XD1. Geil. Ja, Supermoto-Felgen kommen jetzt zunächst drauf. Die habe ich ja unten in der Halle liegen, auch wenn viele mal geglaubt haben, ich habe die mit meiner 300er mitverkauft. Nee, habe ich nicht. Ich habe die 300er wirklich komplett auf Enduro verkauft, den Rest alles behalten. Aber es kommen leider erst in einem Monat damit Aktivvideos, weil wir nämlich heute Abend oder morgen baue ich das Fahrwerk aus. Einmal die Gabel vorne und den Dämpfer hinten, das geht dann alles zu Flow Suspension. Da wird die Gabel und der Dämpfer hinten einmal komplett umgebaut auf Supermoto und dann natürlich alles ein bisschen umgelackt. Also für vorne habe ich jetzt folgenden Plan, das sieht ultra geil aus. Das Standrohr so gesehen in Black, die Innenrohre in Blau eloxiert und die Standfüße hier unten wieder in Schwarz. Das wird brutal aussehen. Meister! Nix. Was sagst du zum neuen Moped? Hier auf, der rostet noch mehr, der Bus. Was sagst du zum neuen Moped? Sieht gut aus. Schon mal gesehen. Ja, ich weiß. Ja. Sieht immer alles irgendwie gleich aus. Irgendwann machst du wieder gelbe Felgen oder irgendwas. Ja, die kommen rein, ja. Irgendwann kommt wieder gelb, dann kommt wieder schwarz und weiß, also. Ja, okay. Ja, nächstes Jahr gibst du wieder weg, oder? Nee, die behalte ich jetzt. Ja. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. So, aber jetzt drehen wir eine kleine Runde. Lemke ist auch hier mit seiner schönen EXE. Aber die zeigen wir noch nicht. Also die können wir nur aus Entfernung zeigen, weil er hat das neue Dekor schon drauf. Das Video kommt dann morgen oder übermorgen. So machen wir das nämlich. Jetzt fragen sich manche bestimmt, ja, werde ich mit der hier auch Enduro fahren? Nein, werde ich nicht. Also die baue ich wirklich komplett 100% auf Supermoto um und dann wird die 100% auf Supermoto bleiben. Wegen Enduro, ja, da gucke ich dann mal im Herbst, wie da die Lage ist. Eventuell kaufe ich mir dann wieder eine Enduro. Da würde ich mir auch, denke ich mal, wieder eine Zweitakter dann holen. Oh, kurz Krach machen. Oh, den Sound feiere ich jetzt schon mit Originalauspuff. Ich bin mal gespannt, wie die sich denn mit FMF anhört. Bestimmt nochmal tausendmal geiler. Ich hab schon richtig Bock. Ich muss mal ein Stück Schnellstraße mit der fahren. Auf Stolle. So. Die hat schon Power, die hat schon richtig, richtig Dampf.
Ich bin einfach, wie gesagt, mega gespannt, wenn hier auf Supermoto umgebaut ist. Diesmal mit richtig mit Supermoto-Fahrwerk, Felgen drauf. Das wird ein richtig schönes, schnickes Motorrad. Ja, leider dauert das mit dem Fahrwerk ca. 21 Tage. Okay, gute Arbeit braucht seine Zeit. Ja, ich will dieses Jahr einfach mal wieder mehr Straße fahren. Irgendwie haben alle ihre Enduro verkauft. Alle fahren auf einmal wieder Supermoto. Ja, Area 39 ist einfach mega langweilig. Ja, dann müsste ich jetzt, um Enduro zu fahren, ewig weit fahren bis nach Bayern oder so runter. Und das bei den aktuellen Spritkosten ist schon heftig. Und deswegen hatte ich mich erstmal dazu entschieden, einfach die 300er zu verkaufen und dieses Jahr einfach ein bisschen Straße zu ballern. Ja, ich muss auch sagen, ich habe einfach mal wieder Lust, mal wieder auf Straße zu fahren, auf der Straße mal wieder ein paar Vlogs zu machen. Und ja, da denke ich mal, bin ich mit einer 400er viel, viel besser dran, 450er und Viertakter viel, viel besser dran als mit der 300er Zweitakter. Weil mit der Zweitakter, ja, wenn man eine kurvenreiche Strecke hat, hat es zwar Spaß gemacht, aber sobald ein paar lange Geraden dabei waren, ja, war es echt mies. Und ich sage halt, eine Zweitakter lässt sich trotzdem im Endeffekt sehr, 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 sehr bescheiden auf Straße fahren. Gerade wenn man noch Enduro-Fahrwerk drin hat. Deswegen war das für mich hier auch ganz, ganz weit oben, dass hier auf jeden Fall ein richtiges Supermoto-Fahrwerk rein muss. Weil das ist einfach das Schlimmste bei der 300er gewesen. Ne? Also sie macht zwar richtig Bock zu fahren, geht auch gut ab und so alles, aber das Fahrwerk ist halt richtig, richtig, richtig miserabel, so ein Enduro-Fahrwerk auf Straße. Klar kann man auch mitfahren, aber ja, ist halt echt, echt nicht schön. Oh, der Sound ist so geil einfach. Feiere ich jetzt schon. Ja, und dass im Endeffekt jetzt nur eine 450 geworden ist, ja, ist jetzt halt einfach so, ich sage mal, ich bin ja kein Profifahrer oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach nur ein bisschen meinen Spaß haben. Und da habe ich mir am Ende gedacht, ist ja jetzt egal, ob eine 500er oder eine 450er. Hauptsache, ich habe jetzt schnellstmöglich wieder Motorrad. Ich war auch am Überlegen, ob ich mir die neue kaufe, also das ganz neue Modell, die 500er, wäre ja auch gegangen. Aber da muss ich einfach sagen, die gefällt mir einfach vom optischen her nicht, auch das Modell davor, weil an den Seitenverkleidung die Plastikteile geteilt sind. Und das finde ich überhaupt nicht schön, gefällt mir null einfach. Ich finde die hier vom Design her, also von der Form her, einfach am schönsten. Und die nächste Sache ist einfach, ich habe letztes Jahr das geile Dekor gekauft, was mir richtig, richtig gut gefällt, wofür ich auch echt viel bezahlt habe, glaube 550 Euro. Und ja, hätte ich mir jetzt eine ganz neue geholt, hätte ich den Plastiksatz eigentlich ja fast wegfeuern können und hätte wieder ein neues Dekor machen müssen. Ist halt auch wieder viel Geld und muss ja nicht unbedingt nötig sein, ne? Zumal ich die ja sowieso viel schöner finde. Ja, ansonsten haben ja manche bestimmt mitbekommen, ich war in Schweden, Norwegen unterwegs, habe da so ein paar ja, Wildcamping-Vlogs gemacht. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut mal einfach rein, lasst ein Like und Kommentar da. Ja, die nächsten zwei Norwegen-Videos, die kommen, da steckt echt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und ich denke mal, von meiner Sicht aus sind die richtig geil geworden, die Norwegen-Vlogs. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, und ich wäre halt einfach dafür dankbar für alle, die aktuell so aktiv sind auf meinem Kanal. Einfach, ja, ein bisschen den Kanal mit zu unterstützen, ein Like zu geben und einen Kommentar zu schreiben. Das schadet ja nicht. Freue ich mich drüber. Ich versuche auf jeden Fall in nächster Zeit wieder richtig, richtig aktiv zu werden. Ich habe auch sehr viele gute Ideen, die ich umsetzen will. Ich denke mal, Thema Roller werden wir demnächst auch wieder aufgreifen. Aber erstmal will ich jetzt hier die Supermoto komplett umbauen und ich denke mal, dann werden wir auch bestimmt wieder ein Rollerprojekt anfangen. Mal schauen. So, jetzt fahren wir trotzdem nochmal Schnellstraße, weil ja, die Tour davor habe ich ja irgendwie nur gequatscht. Ich wollte eigentlich mal durchzimmern hier. So, sehr geil. Ja, ihr könnt ja auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, dass ich mir jetzt eine 450er geholt habe. Da würde mich einfach mal interessieren. Viele haben jetzt bestimmt gedacht, wo ich meine 300er verkauft habe, okay, jetzt hat er die 300er auch noch verkauft. Jetzt wird auf jeden Fall lange erstmal kein neues Moped kommen. Ich glaube, viele haben damit nicht gerechnet, dass ich wirklich jetzt so schnell wieder Moped kaufe.
Ja, da habe ich bestimmt den einen oder anderen mit überrascht. Alter! Geil! Geil! Ja, Bock! Die schiebt auf jeden Fall richtig, feiere ich jetzt schon. Aber auf Stolle zu fahren ist halt, naja, nicht sehr schön. So, jetzt fahren wir wieder zurück, weil ich will heute auf jeden Fall noch das Fahrwerk ausbauen, dass ich das morgen gleich losschicken kann. Das Einzige, was jetzt hier an der neu ist, okay, das ist eine Viertakter, und was auch noch neu ist, ist so gesehen jetzt hier dieser Mapping-Schalter. Da muss ich mir wirklich mal das Handbuch nehmen und mal reingucken, ja, was für eine Schaltung wofür jetzt ist, das weiß ich einfach nicht. Hatte man ja bei der Zweitakter nicht. Ja, ansonsten suche ich noch jemanden, der hier vielleicht aus dem Raum Göttingen kommt, der pulvern kann, weil ich möchte ein paar Teile hier an der Karre pulvern. Also falls es hier jemanden gibt, kann sich gerne bei mir melden, bei Instagram oder so. Ja, ansonsten war es das mit dem Video. Wie gesagt, ja, ich wollte euch die Karre nur mal grob vorstellen. Enduro fahren will ich mit der jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich will das Fahrwerk hier ausbauen und ich will die jetzt nicht unnötig dreckig machen. Zudem bin ich ja mit Lemkes 500er ja im Offroad-Bereich ein bisschen gefahren und im Endeffekt ist ja nichts anderes, 450er, 500er. Für euch dauert das jetzt ein paar Wochen, bis das nächste Video mit der hier kommt. Wie gesagt, Teile schicke ich weg, ein paar Teile habe ich bestellt und dann sehen wir uns in einem Monat circa wieder mit der Karre hier und dann sollte die komplett fertig sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.